Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben schon drei von dem Negativbild. Man muss nur Satan 5 besiegen, dann hat man das ganze Negativ. Und dann kann man in die dunkle Chest und ist ganz toll. In der letzten Folge hatten wir mit Judas gespielt und es geschafft, den Teufel zu besiegen. Und wir haben zwei Challenges freigeschaltet. Eine davon ist Get Roger Donge. Donge. Katze, ich hab deine Zunge. Und deswegen spielen wir die jetzt auch. Die Challenge haben wir bekommen, weil wir Gabi geworden. Oh nein, man ist blind. Das ist aber uncool. Die Challenge haben wir bekommen, da wir Gabi geworden sind, in der normalen One. Und ihr seht schon, wir haben quasi nur diesen Haarballen um uns rum. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie mit dem gespielt. Ich hatte den auch noch nie im alten Isaac. Der hat mir noch gefehlt. Aber scheinbar kann man den so rumschwenken. Wenn ich mich bewege, dann schwenkt er so mit. Und, okay, wir haben wenigstens Gabis Head noch dabei. Haben wir sonst noch was? Wir haben noch Gabis Schwanz. Okay. Okay, Gabis Schwanz haben wir so auch. Und wir müssen mit den Fliegen und dem Haarballen Schaden machen. Okay. Da ist ein blauer Stein. Den machen wir doch gleich mal auf. Ah, oh, und wir sind gleich im Keller. Das ist schon mal sehr uncool. Zudem sehen wir unsere Leben nicht. Oh weia. Oh weia, sage ich da nur. Nein, wie soll ich die denn bitte besiegen mit so einem blöden Haarballen? Ich habe mir eben durchgelesen, was der Haarballen kann. Oh wow, das wird ja richtig scheiße. Na, wenigstens produziert er Fliegen, wenn wir die treffen. Und der Haarball wird größer, umso mehr Gegner man tötet mit ihm. Aber das resettet sich wieder, sobald man die Ebene wechselt. Toll, jetzt muss man einfach immer so im Kreis hier rumlaufen. Kann das auch ein TNT-Fass kaputt machen? Das wüsste ich gern. Nee, kann man nicht. Okay. Okay, das geht nicht, aber jetzt sollten wir viel Schaden damit machen. Hier, komm her, ich habe einen Haarballen. Ich bin Gabi und habe einen Haarballen. Ich glaube, wir werden ein bisschen oft getroffen werden, weil der Haarballen echt doof ist irgendwie. Oh, aber er wird ganz schön groß. Das ist heftig. Hallo, ich habe einen Haarballen. Hallo, ich bin eine Katze. Das ist ja saudoof. Ja, Ende ist wieder, wenn wir bei Mom sind. Also wenn wir Mom besiegt haben, nicht mal Moms Herz, sondern einfach nur Mom. Lockdown ist uncool. Und bekommen würden wir Wound of Algis. Algis. Und mit dieser... Oh Gott. Okay, wir haben schwarze Herzen. Das ist interessant. Und wir kriegen ein AP ab. Das ist auch sehr schön. Können wir das ein... Nee. Okay. Wir haben eine... Bombe. Wir fliegen außerdem. Das heißt, wir können mal in den Stachelraum reingehen, weil wir nur ein halbes Leben verlieren würden. Und halt keine goldenen Räume, da es wieder eine Challenge ist. Ist ja klar, ne? Zwei blaue Herzen, das ist sehr schön. Und eine... Nein, geh weg! Au! Schnell raus! Oh, gut. Dann haben wir wenigstens nur den Schaden von der Bombe bekommen. Und man hört es wahrscheinlich noch, ich bin noch ein noch erkältet, aber das ist alles okay. Ist alles okay, wir können die nicht wegsprengen. Oh, Bombe verschwendet. Und sobald wir jetzt in die nächste Ebene gehen, sollte der Haarballen eigentlich wieder so klein wie am Anfang sein. Können wir das jetzt aufsammeln? Nee. Schauen wir mal. Achso, Entschuldigung. Die Rune auf Elgis, die würde bei Einsatz, wenn man sie hat, ein für eine längere Zeit unverwundbar machen. Was jetzt eine längere Zeit ist, kann ich euch nicht sagen. Aber so stand es da. Plam. Au. Jetzt hört aber mal auf. Okay, die sind ja richtig nervig mit dem Ding. Jo, wahrscheinlich. Ah, achso, jetzt sehe ich wenigstens meine Leben. Das ist doch schön. Wir haben ganz schön viele Leben. Ist die Challenge also darauf ausgerichtet, dass man getroffen wird? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir versuchen, Teufelsräume zu bekommen, sodass wir... Ach, warte, wir können den auch so hin und her schwenken, oder? Ja! Okay. Bock doch. Dass wir ein bis zwei bis drei bis vier Begleiter bekommen, die mitschießen, weil wir halt wieder blind sind. Das ist ganz schön häufig in den Challenges so, fällt mir gerade so auf. Haha! Okay, so langsam lerne ich damit umzugehen mit diesen Haarballen. Wir haben eine Bombe. Und wir wissen, wo der... Ne, wir wissen nicht, wo der Geheimraum ist. Der kann an mehreren Stellen sein. Ja, aber er wird höchstwahrscheinlich hier sein. Wir gucken einfach mal. Yay! Wer hätte es gedacht? Ganze drei Münzen.
Aber da wir alles mitnehmen müssen, gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Auch wenn wir... Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für uns. Auch wenn wir dadurch bestimmt Leben verlieren werden. Aber wir müssen ja auch unseren Klumpen hier größer machen. Das mussten wir natürlich auch machen. Noch eine Bombe, okay. Gut. Und dafür müssen wir natürlich Gegner töten. Ja, komm doch her. Hier, ich habe einen Klumpen mit meinem Fell gemacht. Und ich... Ich werde ihn noch einsetzen. Oh, wie der hin und her schwingt. Guck mal, ich muss mich nur zweimal so drehen. Naja, doch, nicht. Okay. Ist egal. Hallo. Nein, jetzt habe ich die verschwendet. Das sieht als erstes rote Herzen ab, genau. Können wir da auf jeden Fall zweimal gegenlaufen. Beziehungsweise dreimal. Dann können wir uns im Shop auf jeden Fall was kaufen, wenn wir... Ach komm, gib mir 15 Münzen. Danke. Bye bye. Denn wir können uns ja aus dem Geheimraum quasi da reinsprengen. Hoffe ich doch. Hä? Achso, wir haben den von da oben gemacht, ne? Okay. Hier war auch noch ein halbes Herz. So. Und der Shop gibt uns jetzt irgendwas richtig Tolles. Ich sag's euch. Oh, Pillen. Ja, Hammer. Pillen will man doch haben. Pillen braucht man. Kann man das Feuer damit ausmachen? Nee. Ja. Gut, kaufen wir einfach mal. Und hoffen auf unser Glück. Das ist kein Glück. Oh, nee. Der hat nicht mehr irgendwas fallen gelassen. Okay, jetzt haben wir das nochmal. Was haben wir da? Are you a Gandalf? Ja. Gut, Lockdown wollen wir natürlich nicht haben. Dann nehmen wir das Ding noch mit. Das ist auch ein Mod. Jetzt sind wir Gandalf. Ist das nicht toll? Gandalf ist toll, ja, ja. Statt Are You a Wizard sind wir jetzt Gandalf. Ich fand's witzig, also habe ich den Mod reingenommen. Findet ihr auch in den Subreddit. Subreddit, The... Oh Gott, ich vergesse mal den Namen davon. The Modding of Isaac. Da gibt's ganz tolle Sachen. Da gibt's so viel zu entdecken. Können wir den mal bitte treffen? Danke. So, mach halt deinen Scheiß dreimal. Haha, dein Scheiß, weil du Dingel bist. Okay, so witzig war das gar nicht. Ich sehe es ja ein. Nein, ich bin nicht schnell genug. Na. Komm schon. Oh Gott. Okay, wenn er pfeift? Nee. Okay, er ist reingelaufen. Macht nix. Ein Löffel. Wir haben nicht mein Leben verloren. Okay. 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 Nur Müll. Nur Müll. Müll ist nicht so schön. Naja. Genug Leben haben wir auf jeden Fall noch. Aber wir müssen ja nur bis zu Mom. Ja, gut. Wenn wir nur bis zu Mom kommen müssen, dann ist das bestimmt einfach. Oh, wir haben keine Schlüssel. Hoffentlich finden wir noch ein paar, weil goldene Truhen wären ganz cool eigentlich. Jetzt haben wir auch wieder volle Leben. Der ist ein Schlüssel, der erste. Hier können wir auch mal... Na, au, 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 nein, damit habe ich mein schwarzes Herz kaputt gemacht. Was habe ich nur getan? Aber wir kriegen einfach eines der besten Items, die man überhaupt kriegen kann. Nämlich a Wealth from Above. Oh nein. Oh nein. Wieso ihr? Okay, du... Warte. So. Haha. Komm schon. Au. Müsst ihr mir immer wehtun? So, Shop lohnt sich ja sowieso nicht. Wir haben keinen goldenen Raum. Das heißt, wir können ja auch gerne beide einfach mal aufmachen. Kriegen sogar einen neuen Schlüssel. Und The World. Aha, aha. Können wir eigentlich mal einsetzen? Damit sehen wir ja auch den Geheimraum. Hui! Wir sind ein Kreisel. Wir sind ein Beyblade. Tschu, 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 tschu. Das ist so bescheuert. Was? Macht das Teil echt so wenig Schaden? Ah, denn... Okay, das ist jetzt uncool. Wie soll man die denn... Okay, ihr lauft da jetzt bitte einfach alle rein und dann ist toll. Gut, dann nicht. Töte ich euch halt auf die altmodische Art. Wow. Haben wir jetzt echt so viele Leben verloren? Krass. Okay, ich hätte hier vielleicht doch nicht reingehen sollen. Der Stachelraum war eigentlich schon großzügig genug zu uns. Dein Miniboss. Lass zum Miniboss gehen. Hallo, Envy.
Zack. 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 Aha. Du kannst gar nichts. Ich habe einen Knäuel. Um diesen Knäuel werde ich dich vernichten. Envy. Aha. Kein Problem. Ich verliere nicht mein Leben bei dir. Schubdawup. Darf ich aber nicht benutzen. Doch dürfte ich, aber ich glaube, der Kopf ist ein bisschen angenehmer. So, irgendwo ein blauer Stein? Nö, leider nicht. So. Okay. Man muss halt immer diese Kreisbewegungen machen. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst geht das eigentlich voll klar. Außer, dass man halt auch so nah an die Gegner rangehen muss. Das ist ein bisschen schade. Aha. Zwei Kisten bekommen wegen unseren Wealth from Above. Weil sich damit alle Drops verdoppeln. Haha, ja, cool. Explodiert er? Ich hoffe nicht. Nee. Er lässt aber einen Schlüssel da. Und wir können in den Geheimraum gucken. Mit noch mehr Bomben. So viele Bomben für uns. Warte, warte, warte. Die sprengen wir in die Luft. Yay. Das hat Spaß gemacht. So, wir haben nicht wirklich viel Geld. Oh nein, warum solche Gegner? Warum kriegen wir solche Gegner? Okay, ich habe keine Lust auf euch. Ich hau ab. Ich gehe. Ich gehe. Ihr könnt mich mal. Für euch habe ich keine Lust. So. Au. Au. Was ist das? Eine Pille. Lockdown. Okay, schon die dritte Lockdown-Pille, die wir in diesem Run finden. Dafür droppen aber recht viele Sachen. So, Hallibös. Piep. Oh nein. Auch noch der Grüne. Au. Aber er ist wenigstens in der Mitte eingesperrt. Stirb. Wow, der zieht ein ganzes Leben ab. Ernsthaft? Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Na komm. Ta-da-da-da-da-da-dam. Stirb dran. Oh wow. Wird uns Piep jetzt töten? Ich glaube schon. Weil ich mich einfach so blöd bewegen muss und die... Oh nein. Die Augen nerven mich. Und zwar nicht nur ein wenig. Jo, okay. Was soll ich jetzt machen? Hä? Was soll ich machen? Ja, gut. Das war nicht so optimal. Piep ist ein blöder Gegner. Mit diesen Wollknäuel. Vielleicht hätten wir doch den Schubdawup mitnehmen sollen. Aber nee. Nee, 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 nee. Das war jetzt einfach nur Pech. Ich kam nicht gut an ihn ran und das war diese Special-Version von Piep. Wo die Augen gleich von Beginn an schon draußen waren. Nicht so cool. Wird der Wollknäuel eigentlich auch größer? Nee. Er wird nur größer, wenn wir ihn auf, wenn wir die Gegner wirklich damit töten, oder? Oder auch wenn unsere Fliegen was töten. Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Müssen wir gut beobachten, ob das so ist. Weil sonst würde ich ja lieber am Anfang ein paar mit den Wollknäuel töten wollen. Aber es scheint so, dass ich die mit den Wollknäuel töten muss, damit er größer wird. Duke of Fleisch schon wieder. Ja gut. Duke of Fleisch war ja nicht so schwer. Au. Fängt der Wollknäuel... Oh, was jetzt ab? Nice. Nice. Fängt der Wollknäuel Dinger ab? Schüsse? Weil die eine Fliege hat eben keine... Ja. Die Schüsse waren sofort weg. Hier noch? Okay, hi. Bei dir nutzen wir die Hin- und Her-Wackeltechnik. Okay, Geheimraum könnte eigentlich nur hier unten sein oder da oben. Hoffentlich. Okay. Dann ist er einfach nirgendwo. Hä? Er kann noch neben Shop... Ja, gut. Egal, eine Bombe behalten wir. Wir haben keinen Schlüssel, keinen blauen Stein, habe ich, glaube ich, gesehen. Und dann gehen wir einfach runter. Runter gehen wir. Wir müssen ja nur bis zu Mom kommen, sagte er. Guck mal, der Wollknäuel wird gar nicht auf ganz klein wieder. Der behält eine gewisse Größe. Das ist sehr interessant. Da ist schon der Boss.
Wollen wir jetzt schon zum... Ja. Nee, unser Wollknäuel ist noch zu klein dafür. Den müssen wir noch ein bisschen vergrößern. Noch ein bisschen Fell aufessen. Und dann wird er bestimmt eines Tages sehr groß werden. Ah, das ist nervig. Man muss in diese Kreisbewegung kommen und dadurch wird man halt öfters getroffen. Das ist voll doof. Ja gut, auf den großen Raum habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ah, sei denn, wir kriegen einen Schlüssel. Egal, wir gehen erstmal zu Dingle. Dingle war ja im letzten One auch kein Problem. Beim ersten Versuch. Achso, warte, das macht er dreimal, wa? So, so, so. Okay, Dingle. Wenn sonst nichts ist, dann würde ich dich gern töten. Speed und Damage up. Was kriegen wir hier? Das neue Lebensitem. Nehmen wir nicht mit, nehmen wir beides nicht mit. Ah, Mann, wie schön das wäre, wenn wir einfach einen Begleiter bekommen hätten. Jetzt hätte ich aber doch gern noch einen Schlüssel. Das heißt, wir gehen trotzdem noch mal kurz in den großen Raum hier rein. So schwere Gegner sind hier auch nicht drin. Aber und hoffentlich lassen sie noch einen Schlüssel fallen. Das wäre ganz geil. Nee. Naja, einen Raum haben wir ja noch. Mit ein bisschen Fleisch. Wir sind eine Katze, also essen wir Fleisch. Ja, genau. Ist richtig. Blablabla. So, wo ist der da? Nee. Da kommen wir nicht. Ach ja. Blablabla. Dann wird er wahrscheinlich hier oben sein. Hoffentlich. Bitte, bitte. Nein. Okay. Dann können wir nicht weitermachen. Wir könnten Leben opfern, aber ich glaube, der opfert nicht zuerst die blauen Leben. Deswegen bringt das nichts. Nee. Wir könnten halt in den Challenge-Raum gehen. Oh, jetzt ist er sowieso weg. Dritte Ebene schon. Im letzten Part sind wir hier gestorben, oder? Oder sind wir in der vierten Ebene erst gestorben? Ich weiß das schon wieder nicht. Ein Begleiter. Der sogar Schaden machen würde. Nehmen wir mit. Einfach, weil wir so ein bisschen mehr Schaden machen. Eine andere Schadensquelle ist immer gut. Das können wir nicht aufsprengen. Das ist schade. Ich habe gehofft, dass in einer Truhe eventuell eine Treubombe ist oder sowas. So. Bei denen können wir leider nichts mit dem Baby machen. Aber bei vielen anderen Gegnern, wie zum Beispiel bei... Nee, der bewegt sich ja auch nicht. Ah. Immer noch kein Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Na gut. Pestilenz. Okay, bei dem bringt uns das Baby leider auch nichts. Im Teufelsraum waren wir jetzt schon. Das heißt, wir dürfen hier sogar Leben verlieren. Aber wir versuchen natürlich keine Leben zu verlieren. So. Nett, dass er unseren Fellknäuel noch stärker macht. Dadurch, dass er die Fliegen spawnt. Ich hätte trotzdem gern einen Schlüssel. In dem Shop könnte ja irgendwas richtig Geiles sein. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich ein paar Leben verlieren werden. Dadurch, dass ich hier noch weiter erkunde. Oh, noch mehr Geld. Jetzt will ich erst recht in den Shop. Danke für den Schlüssel. Da ist sogar noch ein Challenge-Raum mit... Ja, komm. Das können wir mal machen. Das sollte kein Problem sein. Ach, wir haben ja auch noch unser Baby. Mit dem können wir auch was machen. Das Baby zieht übrigens diese Spur hinter sich her, falls ihr es noch nicht gemerkt habt oder es nicht wusstet. Und diese Spur macht Schaden. So. Vielleicht sollte ich einfach darauf achten, nicht getroffen zu werden von den Dingern. Und mit etwas Glück treffe ich sie dann mit dem Fellknäuel. Hat gut geklappt in diesem Challenge-Raum. Was haben wir hier noch? Oh nein. Au. Na, ja gut, egal. Rote Kissen sind auch schön. Rote Kissen sind auch schön. Gehen wir halt nicht in den Shop. Geheimraum wird wohl hier unten sein. Mit Schlüsseln? Oder? Nein. Gibst du uns vielleicht einen Schlüssel? Auch nicht. Er gibt uns einfach gar nichts. Wir könnten allerdings die eine Schlüssel.
Ja, egal, wir könnten hier das Ding noch aufsprengen. Okay. Jetzt können wir auch in den Shop rein und genug Geld haben wir auf jeden Fall. Gut, hello, Shop. Was hast... Oh, noch eine Ah, nein. Das ist zwar eine Schadensquelle, aber dann hätten wir die Fliegen nicht mehr. Meh. Ach, Mann, jetzt habe ich das für 15 gekauft. Soll ich das jetzt mitnehmen? Das Item, das wir eben gekauft haben, macht halt, dass, wenn man das jetzt einsetzt, dann wird eine Münze aufgebraucht und dann kriegen alle Gegner im Raum Schaden. Aber ich glaube, der Kopf ist besser. Verdammt, das war ja ein Space. Ich habe das ganz vergessen, dass wir den Kopf haben. Egal. Egal. Jetzt sind wir schon in der vierten Ebene. Solange gleich wieder Piep kommt, ist ja alles gut. Oh, unser Wollknäuel ist wieder ganz klein. Den müssen wir schnell wieder größer machen. Kreisbewegungen und die Hüfte kreisen lassen. Oh, ein Schlüssel. Mein Schlüssel. Ich bin Gabi. Eine blinde Katze mit Schlüsseln. Was auch gut ist, dass wir diesen Cube of Meat haben. Oh nein. Böser Raum. Bitte nicht in meiner Nähe explodieren. Blöd, Mann. Ich sag extra, er soll nicht in meiner Nähe explodieren und er tut's trotzdem. Er respektiert mich gar nicht. Hui, hui. Ich habe Fliegen, ich warne euch. Gut, ich habe euch gewarnt. Ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Oh nee, warum? Oh nein. Gut, das ging alles gut da. Ja, vielleicht ein Eternal Life. 50-50 Chance auf ein Eternal Life. Auf ein zweites Leben. Das haben wir auch schon mal aufs Äußerste ausgereizt. Oh, in irgendeinem One. Da sind wir einfach, keine Ahnung, 5-mal oder so neu gespawnt. Hatten wir 5-mal die 50-50 Chance genutzt. Und Gördi. Okay, das könnte interessant werden. Das könnte in der Tat interessant werden. Au. Ja gut, wenn ich gegen ihn laufe, dann ist klar, dass er mich trifft. Was? Ich muss richtig nah an ihn ran. Guck mal. Dann trifft ihn nur in der Mitte. Oh, das ist ja uncool. Egal, haben wir geschafft. Kriegen sogar einen Teufelsraum. Mit dem Duck. Ja. Den Darkbar muss man einfach mitnehmen. Tut mir leid, Leute. Guck, der nimmt jetzt hier immer eineinhalb rote Herzen und gibt uns dafür blaue Herzen. Und das ist nun wirklich gut. Denn blaue Herzen sind cool. Zoom, zoom, zoom. Was? Bringt Range Up auch was für den Wollknäuel? Kann ich gar nicht glauben. Njo, njo, njo. Jetzt haben wir hier ein Greed. Ein kleiner Greed. Das ist süß. Weil er keine Chance gegen uns hat. Armer kleiner Greed. Aber er lässt Geld da. Dann können wir gleich in die Arcade gehen. Und uns Leben farmen. Wow. Wir sind voll schnell. Wir sind eine Speedy-Katze. Und wir sehen komisch aus. Wir sehen gar nicht mehr so niedlich aus. Wir sind gar keine Katze mehr. Natürlich ist hier kein Automat, der uns irgendwas Tolles geben würde. War ja klar. Na, immerhin kriegen wir was. Dankeschön. Geheimraum. Ah, ich dachte, der Kackhaufen geht kaputt. Geht er aber nicht. Zweimal Lackup. Das ist besser als im letzten One. Da hatten wir dreimal Lockdown. Und der Wollknäuel fängt anscheinend wirklich... Oder doch nicht? Warte mal. Warte, ich will was ausprobieren. Oh, doch. Doch, doch, doch. Der macht die Schüsse kaputt. Das ist doch schön. Der gefällt mir. Eine Bombe haben wir nur. Im Shop war ja nix.
Danke. Wieder nur Geld. Ja gut. Ja gut, ja gut. Dann halt in die fünfte Ebene, würde ich sagen. Die Folge wird eh viel zu kurz, wenn wir das... Gut, dass wir die erste Folge verloren haben. So sieht's nämlich aus. Hätten wir die nicht verloren, dann wäre die Folge viel zu kurz gewesen. Ihr T-Shirts könnt mir nichts anhaben, denn ich bin eine Gabi ohne Ohren. Wie das Teil umher schwenkt. Viel zu extrem. Wir haben einfach unseren eigenen Kosmos. Mit einem Haarballen. Wir sind wie so ein... Dingenswerfer. Wie heißen die? Diese Steinwerfer. Wie heißen die denn? Kugel... Ne, nicht Kugel... Kugelwerfer? Kugel... Die so eine Kugel an so einer Kette haben und dann losschmeißen. Kennt ihr bestimmt. Ich weiß nur gerade nicht, wie die heißen. So. Wow, 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 wow. Danke. Rote Herzen wären auch mal nicht schlecht. Au. Ha, blaue Herzen gehen auch. Wir haben gerade richtig viel Glück mit den ganzen blauen Herzen. Das ist unglaublich. Was haben wir da? Ein. There's options. Was bist du noch? Wir nehmen alles mit. Alles. Wir nehmen alles mit. So. Nichts wird liegen gelassen. Was im Shop ist, wird auch mitgenommen. So. Da ist der Boss. Au. Und the gate. Okay. Kein schwerer Gegner. Vor allem nicht, wenn man ein Haarbein hat. Ich werde dich töten. Auch wenn deine Dinger mir gerade ziemlich hart zusetzen. Was nicht so ganz cool ist. Wow. Perfekt ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Nehmen wir natürlich das Lebensupgrade mit. Achso, dieses Serious Options, das wir eben gekauft haben. Echt? Okay. Das wir eben gekauft haben. Macht, dass wir uns halt aussuchen können, was wir beim Boss mitnehmen. Entweder... das eine oder das andere. Es werden halt immer zwei Items angeboten. Und dann kann man eins mitnehmen und dann ist Ehrlich Duel. So, und das, was wir eben geholt haben im Teufelsraum, das macht, dass alle Drops verdoppelt werden, die die Gegner halt so hergeben. Und deswegen ist das auch toll. Deswegen gehe ich jetzt hier auch noch ein bisschen rum, weil ich hoffe, dass irgendjemand mir ein Herzchen droppt. Und dieses Herzchen dann mal zwei ist und dann kann unser Duck, unser dunkler Freund... kann dann die Herzen einsammeln und uns Leben geben, aber anscheinend will uns keiner Herzen geben. Keiner liebt uns. Keiner. Keiner liebt uns. Herzen? Keine Herzen für uns. Oh. Immer noch keine Herzen. Und Glutentoni. Yay. Da ist doch ein Herz. Und er gibt uns gar nichts. Gut, er braucht noch ein weiteres halbes Herz, damit er uns was gibt. Aber das haben wir leider nicht bekommen. Oh, nee. Oh, oh. Spinnen sind böse. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen in diesem Spiel noch mehr als in dem alten Isaac. So. Ja. Mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Schade, dass wir... jetzt haben wir so auch noch so ein hässliches Fragezeichen auf dem Kopf. Schade, dass wir unsere Ohren nicht mehr haben. Die waren süß. Jetzt sind wir nicht mehr süß. Jetzt haben wir einfach nur unseren Schwanz. Einfach nur unseren Schwanz. Sind wir jetzt schon in der Ma... Wow, echt? Krass, wir sind sogar schneller als die Zeit erlaubt. Okay, das lohnt sich. Das lohnt sich immer noch. Das nehmen wir doch gerne an. Volle Herzen nehmen wir immer gern. Hier ist nix. Ist hier irgendwas? Nein, warte, ich muss euch mit dem... Nein, ich muss euch doch mit dem Vollknäuel töten. Das kriegen wir. Oh. Das wird jetzt aber viele blaue Herzen für uns geben. Die können wir nur nicht einsammeln. Dann bleibt mal da. Ich sammle euch ein bei Bedarf. Also nie. Okay, das ist mir zu blöd. Hier, nimm das. Schön. Das war süß. Das war richtig süß.
Flum, 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 flum. Woran ist jetzt der eine gestorben? Der hier oben? Hm. Mich soll's nicht stören. Wo ist der Boss? Ups. Wo ist der Boss? Da ist ein Shop. Au. Jetzt langt's mir aber. Jetzt muss ich tatsächlich die blauen Herzen gleich noch einsammeln. Dass es so weit kommen musste. Zwei Begleiter. Aber dann haben wir keine Leben mehr. Brother Bobby. Brother Bobby nehmen wir mit. Brother Bobby ist schön. Oh, hallo. Brother Bobby macht sonst nicht viel Schaden, aber Brother Bobby ist cool. Brother Bobby weiß, wo es lang geht. So, ich gehe mal kurz zurück, um die beiden blauen Herzen einzusammeln, wo auch immer die waren. Ach, da oben. Da oben sind sie also. Hallo. Gut, dass ich euch hab. Na? Hast du Spaß in deinem Leben? Wenn du Spaß hast, and you know what, clap your hands. Er hatte anscheinend keinen Spaß. Tja. Kann man nichts machen. Dein Ernst? Ich will hier nicht rein. Power, power, power. Power, 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 power. Miau, miau. Miau, 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 miau. Wir haben unsere Ohren wieder. Oh, wie cool. Wieso haben wir die jetzt plötzlich wieder bekommen? Ich frag nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder süß. Dafür haben wir Geld bekommen, wa? Gibt uns? Yay. Sogar ein schwarzes Herz. Jetzt bin ich aber glücklich. Glücklich wie Heino. Oder so. Plum. Challenge time. Ich hätte ihn vielleicht das halbe Herz noch einsammeln lassen sollen. Egal. Eine blaue Mutti. Warum nicht? Blaue Mutti macht also Spinnen, ja? Ist das dann vielleicht die weiße Mutti und nicht die blaue Mutti? Hui. Okay, irgendwie ist das nicht so schwer. Ich habe mir das schwerer vorgestellt. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir das schwerer vorgestellt. Au! Mama hat mir wehgetan! Mama hat mir wehgetan! Hui, hui, hui. Wir haben sogar den Boss-Rush freigeschalten. Was ist denn jetzt los? Nee, machen wir aber natürlich nicht. Brauchen wir nämlich nicht. Das wäre idiotisch. Wir haben sogar den Teufelsraum. Achso. Gut, kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das. Ghost Baby, du bist gerettet. Wir haben dich gerettet. Na gut, das ging schnell, die Challenge. Ich habe sie mir echt schwerer vorgestellt. Aber wir haben ja noch eine weitere Challenge. Rune of Elgis. Okay, ist aber jetzt auch keine Glanzleistung, Gabi zu werden. Deswegen ist die Challenge wohl auch ein bisschen einfacher gewesen. Und als nächstes kommt dann Demo Man. Ich weiß schon, dass man da den Epic Fetus freischaltet. Hoffentlich. Ja, ich glaube, da kriegt man den Epic Fetus. Und die wird schlimm. Meiner Meinung nach. Oder was? Irgendeine Challenge? Nee. Bla, 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 bla. Sehen wir in der nächsten Folge. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. War nicht so eine schwere Challenge. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.